Ahoi und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles deine Schuld. In diesem Fachgespräch habe ich mit Jörg Fuhrmann gesprochen und ich kann gar nicht genau konkret so einfach formulieren, was er ist. Er ist sehr viel und er ist für mich ein absoluter Tausendsasser. Darum ist die Freude in mir auch besonders groß, dass er in meinen Podcast gekommen ist. Es geht in dieser Folge viel um das Mögliche unseres Bewusstseins, um menschliches Wachstum und Mystik und Manipulation. Und wir sprechen auch darüber, wo gibt es denn Überlappungen von Traumadissoziation und Transzendenzerfahrung und wie lassen die sich vielleicht aber auch voneinander besser greifbar voneinander unterscheiden? Was meint eigentlich posttraumatisches Wachstum und welche Rolle spielt transpersonale Psychologie, der Klang und holotropes bzw. hypnagogisches Atmen für tiefere Seinserfahrungen? Es geht auch viel um kritische Perspektiven und Aspekte, die von ihm aufgegriffen worden sind in Bezug auf Gegenwärtiges. Und ja, mir ist es persönlich sehr, sehr wichtig, dass diese ihren Raum bekommen und beleuchtet werden und überdacht werden. Und es geht auch darum, welche Rolle Rituale für uns spielen. Was bedeutet Mystik? Und was passiert in uns, wenn wir uns beschämen und beschuldigen oder beschuldigt und beschämt werden? Wie wirkt sich Manipulation eigentlich auf die Potenzialentfaltung aus und auf unser Weltbild? Das sind nur mal so ein paar Appetizer sozusagen für diese Folge. Ja, ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du dem Podcast eine famose Bewertung dalässt. Und ich spüre auch sehr viel Neugier, wie der Podcast eigentlich bei dir ankommt und was er mit dir macht. Und du kannst mir entweder gerne bei Instagram schreiben, ein Feedback oder eine Nachricht da lassen oder auch an natalie@alles-deine-schuld.de. Die E-Mail-Adresse ist auch in den Shownotes und so auch die Links zu dem famosen Jörg Fuhrmann. Und ja, ich wünsche dir viele, vielleicht neue Perspektiven auf Narrative, auf das Selbstbild, auf das Weltbild. Und ja, lass mich wissen, wie dieser Podcast bei dir ankommt. Herzlich willkommen, lieber Jörg Fuhrmann, zu meinem Podcast. Ja, danke, liebe Nathalie, für die Einladung. Ist mir eine Freude. Ja, ich habe dich eingeladen, weil ich kenne dich nicht nur von deinen tollen, ausführlichen YouTube-Vorträgen, sondern auch über ein holotropes Atmen-Wochenende. Da bin ich zu dir an den Bodensee gekommen und ich schätze deine kritische Perspektive so für mich vor allem auf drei Dinge, auf das Psychotherapeutische, auf das Spirituelle und auch auf das Politische. Und das sind für mich, ja, ist ein ganz, ganz wertvoller, ganzheitlicher Blick. Und irgendwie bist du auch so eine Art Superbrain für mich mit einem Wissensschatz und dem möchte ich hier Raum geben sozusagen. Und ja, und wir schauen dann gleich mal, was es von dir zu wissen und zu lernen und zu erfahren gibt. Ja. Und am Anfang stelle ich immer so ein bisschen so eine freche Frage, wo du mal schauen kannst, wie du die beantworten möchtest, ob du sie beantworten möchtest. Was versteckst du vor der Welt? Denn es geht ja auch um Scham und Schuldgefühle. Ja, Nathalie, das ist eine gute Frage, weil wir haben ja alle etwas, was wir irgendwie zurückhalten, verdecken, verstecken und ja, vor uns selbst, vor der Welt, vor unseren auch Nächsten, Mitmenschen, gerade auch in Beziehung und Partnerschaft ist das natürlich auch ein großes Thema. Und was ich so häufig gedacht habe, ist, wenn ich also nach außen gehe, so als jetzt als Therapeut und Coach und präsentiere mich dann mit einer professionellen Seite, dann baut sich da natürlich ja auch ein Bild auf. Das ist ja natürlich ein idealtypisches Bild von einem Jörg Fuhrmann jetzt im Außen. Ja, und die Menschen projizieren da natürlich dann auch alles Mögliche drauf. Und die Frage ist einfach, inwieweit das natürlich mit mir in meinem innersten Wesenskern überhaupt was zu tun hat dann teilweise, was dann auf mich übertragen wird. Ne? Und es ist ja auch eine einseitige Form von Darstellung. Mhm. Und was mir eben aufgefallen ist, ist, wenn man also da ein Stück weit auch versucht, teilweise rauszugehen und das aufzubrechen, indem dann ja dann mehr aufgemacht, also indem ich mich mehr aufmache und ein Stück weit von dieser, ich sag's mal, professionellen Rolle weggehe, die jetzt eine Fachperson ist, die über irgendwelche Themen Bescheid weiß, die andere Menschen begleitet,
dann sorgt das ja erstmal für eine Irritation in der Regel. Das ist das eine. Und das andere ist, es sorgt auch teilweise für eben für Aggression. Und die wiederum manchmal sehr unter der Gürtellinie, beziehungsweise auch von Menschen, die man gar nicht kennt oder die einen gar nicht direkt kennen. Und da hat man so, also ich habe dann so den Eindruck, dass ich, dass da gerade Social Media und was da alles dranhängt, häufig so ein, ja, so ein Kanal auch für ist. Das höre ich auch von vielen Kollegen und Kolleginnen, die ich dann selber hier in Supervision und so begleitet habe zu diesen Themen auch, weil da haben viele richtig Stress mit, richtig Trouble mit, wie sie dann damit umgehen, ne? So, weil wenn du dann irgendwelche komischen Kommentare, die deutlich unter der Gürtellinie sind oder hochaggressiv sind oder angreifend sind oder auch beschämend sind, wenn du dann mit diesen Leuten anfängst, da noch mehr Energy reinzugeben und die quasi, ja, versuchst irgendwie über deine Verletzlichkeit die aufzuklären oder über deine Verwundung, die du jetzt erlitten hast, weil du hast dich ja schon aufgemacht und dann kommt einer und nutzt genau diese Öffnung und keilt da rein, weil er gerade irgendwie Stress mit seiner Vorgesetzten hatte. Was weiß ich, ja. So, und dann ist das eher so, dass das noch meistens sich noch mehr hochchunkt, ne, und noch ja, noch schlimmer wird, sage ich mal, für die Beteiligten, die sich wirklich aufgemacht haben. Also du sollst dich auf der einen Seite immer ehrlich mitteilen und auf der anderen Seite sollst du aber die zweite und die dritte und die vierte Backe auch noch hinhalten. Ja. Und das ist irgendwann nicht mehr kongruent zu dem, auch was Rogers sagte. Ja, du sollst dann da ja ehrlich und authentisch sein und immer wertschätzend sein und so, dass diese ganzen Konzepte, die passen dann irgendwann auch nicht mehr in dieser Blase dieser Internet-Anonymität. Und ich denke, viele dieser Dinge, die so im direkten zwischenmenschlichen Kontakt, wo es eine Beziehungsebene gibt, stimmen, sind nicht eins zu eins auf diese Ebene von Pseudokontakt, weil das ist ja alles ein Pseudokontakt, der da stattfindet. Das haben viele Menschen, gerade vielleicht auch in der nächsten Generation noch nicht gemerkt oder vielleicht merken sie es auch nie, weil sie was anderes gar nicht kennengelernt haben. Zum Teil habe ich den Eindruck, ist was natürlich hochtragisch ist, was auch, habe ich ja ein paar Videos zu gemacht, wie, ja, wie extrem diese technisierte Smartphone-Welt, die alles andere als smart ist, wirklich von Beziehung und Kontakt einen wegbringt. Das fängt ja in frühester Kindheit schon an. Und ja, und auf der anderen Seite eben echten Kontakt verunmöglicht, obwohl er parallel ja wiederum gefordert wird. Und da habe ich irgendwann auch gemerkt, ja, da habe ich auch ein wenig Bock drauf, und habe dann gemerkt, ich nehme das auch zurück. Also ich verstecke das dann auch, ne? So, das behalte ich mir dann für mein Setting hier vor oder ja, für andere Kontexte, aber nicht da, so, ne? Ja. Ja, spannend. Das ist dann aber eine ganz spannende Perspektive, die du da mit reinbringst, die ja auch mit deinem Beruf sowas zu tun hat, ne? So zum einen diese Projektionsfläche, die man dann da ist, die da irgendwie aufbröckelt, und zum anderen aber eben da gar nicht der Kontext dafür da ist. Ja, und es ist auch so, habe ich den Eindruck, ja, je mehr man das irgendwie auch macht, dann wird das nachher auch, kriegt das auch wieder noch eine andere komische Dynamik. Dann wird das zu so einer permanenten Nabelschau. Ich habe jetzt wieder das gefühlt und jenes gefühlt und dann wird also, das ist dann so das andere. Das wird ja teilweise von der Community wiederum sehr positiv dann manchmal auch aufgenommen. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, ne? Aber von so einer spirituellen Ebene aus findet dann häufig da eine Verwechslung auch statt mit also von Emotionalität und Spiritualität. Das wird dann heute gerne alles so zusammengerührt. Wobei das früher ja eher wie soll ich sagen, eine Desidentifikation von den eigenen Gefühlen auch war und ne, zumindest ist eine Beobachterfunktion da zu installieren und nicht volle Pulle einfach nur in den emotionalen Sumpf einzusteigen, hätte ich beinahe gesagt. Ne? Ja, also das hat auch noch mal so andere Aspekte, finde ich jetzt, wenn man gerade mit der Transpersonalen zu tun hat auch so, ja. Ja. Ja, spannend. Vielleicht nochmal für die Zuhörerschaft, die dich noch nicht kennen, aber jetzt schon ein gutes Gefühl vielleicht für dich bekommen haben. Und danke, dass du dich damit auch so, ja, wie du dich damit zeigst. Wer bist du eigentlich und wie bist du zu dem Beruf gekommen? Du bist da ja auch sehr
unkonventionelle Wege gegangen. Was machst du? Ja, die erste Frage, die können wir mal auslassen, weil dann brauchen wir den Rest des Interviews. Die kann ich dir auch wahrscheinlich nicht wirklich beantworten. Und genau die Frage war aber auch also ein Einstieg für eine Suche. Ich hatte ja sehr früh eine entsprechende Erfahrung, die mich rauskatapultiert hat. Ich habe das mal mit Pim van Lommel und Raymond Moody besprochen und habe das dann so in die Richtung Nahtod kategorisiert, obwohl es keine klassische in dem Sinne war. Aber auf jeden Fall eine Folge von Trauma, und Traumafolgen sind ja häufig auch Öffnungen für Transzendenzerlebnisse. Und die Frage, wer bin ich eigentlich, die war dann wirklich der große Treiber. Und ich habe dadurch gemerkt, durch diese Frage schon als Kind, als kleiner Junge, habe ich gemerkt, dass ich darüber wenn ich da drauf kontempliere, das habe ich irgendwie in der Grundschule an meinem Schreibtisch gemacht zu Hause, dass ich da ständig so wie auf Knopfdruck in so transpersonale States reingekommen bin dann, ne? Und das hat mich irgendwie auf der einen Seite erschüttert und erschaudert. Vielleicht war das so in Horror Vacui, ne? Die Angst so vor der Leere, die man also dann in so einem Alter nicht containen kann, genau wie ich damals diese Erfahrung nicht containen konnte. Ja, und dann habe ich mich eigentlich diesbezüglich, also auf der einen Seite war aber ein Faszinosum da. In der Mystik spricht man vom Faszinosum tremendum, ja, von diesem Erschüttertsein, das von diesem Durchbrechen und Erschüttertsein in das ganz andere. Und das war da irgendwie für mich immer so ein Driver. Und ich bin dann ja wirklich Zickzackwege gegangen. War dann irgendwie in der Graffiti-Szene und habe dann irgendwie kaufmännische Ausbildung damals gemacht, und dann habe ich irgendwie Zivildienst gemacht in einem Heim für Borderline-Leute, 1,5 Jahre damals. Dann habe ich in der Kunsttherapie geschafft, dann habe ich irgendwie jahrelang eben so Graffiti- und Wandmalerei-Projekte gemacht, auch mit allen möglichen Klientel, inklusive Forensik mit Sexualstraftätern, solche Sachen halt. Aber mit Intensivtätern gearbeitet, Gewalttätern, arabischen Intensivtätern, Skinheads, mit allen möglichen Klientel habe ich so geschafft, in meiner Zeit dann auch im Studium Sozialwissenschaft, Theaterpädagogik und so weiter. Ja, und für mich war immer so ursprünglich die Frage, ja, was will ich jetzt eigentlich? Ne? Gehe ich jetzt irgendwo Richtung Design, oder, weil ich habe gemerkt, in dieser kaufmännischen Schiene, da bin ich auch nicht glücklich geworden und völlig unterfordert gewesen, auf gewissen Ebenen, auf anderen Ebenen überfordert, und habe dann eben über dieses Graffiti bin ich dann quasi ja in diesen künstlerischen Bereich rein, und dann wollte ich eine Zeit lang Tätowierer werden, hatte mich dann aber Glaube, Liebe, Hoffnung in Essen beworben und bei Chris Park in Bochum und so, und ja, die haben mir dann beide gesagt, ja, ich könnte anfangen, habe dann so eine Bewerbungsmappe gehabt, aber ich kann nichts anderes machen, und ich dürfte also studieren geht nicht nebenbei, so, weil du verdienst da nichts in der Ausbildung. Und dann habe ich irgendwie in Unna da erstmal am Tätowierer gearbeitet, auf Schweinehäuten und so. Ja, Geil. habe dann so Sachen gemacht. Aber ich wollte dann unbedingt studieren und habe dann irgendwie, konnte mich nicht entscheiden. Ich war da so ein bisschen bipolar und habe dann, also als Gasthörer habe ich dann Design gemacht und habe dann da rumgesessen und da die praktischen Sachen wie so Aktmalerei und sowas habe ich alles mitgenommen. Und dann bin ich parallel aber eben ins Studium da rein, Sozialwissenschaft, und habe dann da. Gab es einen Zweitstudiengang mit Theater, und das war damals für mich, das war der erste Studiengang, und da gab es, glaube ich, 200 Bewerbungen, und da wurden eine Handvoll von genommen, und dann bin ich da reingerutscht und war einer von den Glücklichen, konnte damals bei Professor Lili Neumann diese ganzen Sachen dort machen, und das war für mich dann richtig ein Booster, also im positiven Sinne, weil ich da, das Wort muss man ja heute mit Vorsicht genießen. Also, das ging dann halt so um Dramatherapie und Körperarbeit und jede Woche 4 Tage, also 4 Tage, 5 Tage die Woche zum Teil, jeden Tag da irgendwas gemacht mit Theater und so und Bodywork, und das war für mich richtig so ein Schub, ne? Da habe ich gedacht, wow, das ist es, ne? Also irgendwann haben wir dann gesagt, das Einzige, was uns hier noch hält an der Hochschule, ist Lilli Neumann und die Gravitation, ne? Weil der Rest war ja unheimlich dröge, auch vieles davon, ja, also noch ein, zwei gute Profs so in Erziehungswissenschaften und so, aber ganz viel war einfach unheimlich, ja, weiß ich nicht. Also dafür hätte man nicht studieren müssen, habe ich nachher so gedacht manchmal, ja. Also, naja, aber wir haben immer noch die alte Studienordnung gehabt, da konnte man alles selber noch entscheiden. Und daraufhin bin ich dann halt
in diese therapeutische Schiene rein. Immer mehr, habe dann diese Gestalt, 6 Jahre Gestalttherapie-Ausbildung gemacht, dann systemische Ausbildung, dann Hypnose-Ausbildung. Hypnose habe ich ja schon sehr früh gelernt, damals bei unserem Landarzt, der zu Hause mittwochs immer abends 2 Stunden Hypnose da gemacht hat mit Leuten. Und da haben meine Eltern mich immer hingefahren, weil sie mir helfen wollten irgendwie. Und habe da mit 6, 7 Jahren eigentlich schon mit rumhantiert. Und bin dann so eigentlich diesen Weg gegangen. Und da ich auf dieser essentiellen und existenziellen Frage unterwegs war, habe ich dann halt Menschen gesucht und gefunden, die mir da Antworten liefern konnten und Wege aufzeigen konnten. Und bin dann eben bei verschiedenen spirituellen Leuten gelandet. Unter anderem war Williges Jäger lange mein Lehrer oder bei Stanislav Grof eben dann oder Claudio Naranjo. Und ja, so bin ich halt diesem Weg immer weiter gefolgt, dieser Intuition immer weiter gefolgt. Und ich musste mich ja irgendwann auch entscheiden, okay, geh ich den konventionellen Weg, dann habe ich eine Kassenabsicherung und ja, dann muss ich halt VT machen oder ja, Psychoanalyse für Kinder und Jugendliche, das hätte ich ja alles machen können. Das war für mich aber immer klar, dass ich das nicht will. Und ich bin dann einfach diesen alternativen Weg da, bin mir da auch treu geblieben. Und ich habe auch in der ganzen Kreativzeit immer die Erfahrung gemacht, dass wenn ich vertraue auf so eine tiefe innere Führung, dann kommt etwas, was schon richtig ist. Und es war so, ich wurde da immer von getragen irgendwie. Und so bin ich ja auch am Ende hier in die Schweiz jetzt gekommen, vor fast 10 Jahren. Da musste ich ja hier alles nochmal neu aufbauen. Und nach dem Studium hatte ich auch eine tiefe Krise in meinem Leben, wo ja, eigentlich alles so weggebrochen war damals. Irgendwie, ich wurde gekündigt bei 2 Jobs, weil ich da irgendwie damals sehr viel krank war auch und was mit Vergiftung viel auch zu tun hatte. Und mit persönlicher Krise, mit Beziehungstrennung und dann noch die Wohnung gekündigt worden und so. Ich war irgendwann wie, ja, komplett auf Null runter. Und von dort aus habe ich dann eigentlich, dann war ich ein Jahr auf Hartz IV und aus Hartz IV raus habe ich dann mit meiner Praxis gestartet, 2005. Wow. Oder 6, 2, 5, 6. Und da war ich irgendwie, ja, ich war auch der erste Mal in der Familie, der irgendwie studiert hat. Und ich hatte da jetzt nie so ein Elternhaus im Hintergrund, was mich da jetzt irgendwie intellektuell, wer weiß wie, gepusht hätte. Und jetzt andere Leute, die starten ja auch finanziell aus ganz anderen Kontexten heraus, als wenn du aus einer Arbeiterfamilie kommst, ist das natürlich eine andere Geschichte. Und da musste ich dann also sehr früh lernen, auch so diesen Weg. Also ich habe schon von meinen Eltern Unterstützung gekriegt, so ist nicht, aber ich meine einfach, ich habe das hinterher erst kapiert, ja, wenn andere da irgendwie, was weiß ich jetzt mal eben so, was für eine Existenzgründung mal eben 50.000 auf den Tisch legen können, weil das so von der Familie halt so in der Portokasse ist und existenziell überhaupt gar keine Bedrohung da ist, ne? Dann ist das, startest du anders, ne? Mit sowas. Und ich war halt immer sehr stark dann auch ich musste immer sehr viel proaktiv auch machen. Habe da viele Sachen akquiriert und habe dann irgendwie Lehraufträge gemacht und an Hochschulen auch und eine Volkshochschule nebenbei noch geleitet und verschiedenste Sachen gemacht, auch wie gesagt, lange diese Graffiti- und Malereiprojekte auch noch gemacht. Ja, und das ist, glaube ich, ein Stück weit ein Weg, der mich geprägt hat, weil da einfach dieses tiefe Vertrauen draus entstanden ist, auch ein Stück weit, was vielleicht auch vorher schon da war durch diese frühe Erfahrung des Sturzes auf den Kopf in dieses Kellerloch. Ja, genau. Ja, das ist so mein Background dabei. Und ja, wie du gerade schon gesagt hast, ist diese Frage dahinter immer gewesen, ja, wer oder was bin ich oder was ist die Essenz des Lebens und des Seins? Und das hat mich dann eben halt zu dieser transpersonalen Psychologie auch geführt, weil die eben über das also transiere heißt ja hinübergehen, also über das Personale oder wie Jung sagte, die Maske, ne, die Personamaske hinausgeht und das alltägliche Ich, was man nach außen präsentiert, eben, wo wir jetzt gerade vorher im Eingang schon drüber gesprochen haben, ein Stück weit eben auch transzendiert und in Frage stellt, ne? Vielleicht nochmal weil ich stelle mir vor, nicht jeder eine Ahnung oder einen Zugang hat zu transpersonaler Psychologie, was das eigentlich meint oder was sind auch transpersonale Erfahrungen. Vielleicht Ja. auch im Einbetten, weil du hast auch erzählt am Anfang, du hattest eine Kindheitserfahrung, wo du da in so anderen Erfahrungsräumen warst und man könnte auch sagen, das klingt wie Dissoziation. Ja. Worin unterscheidet sich das? Oder ist es das gleiche oder wie und ne? Ja, also oftmals unterscheidet sich das gar nicht unbedingt, ne? Das ist auch ein bisschen das, was daran so tricky ist.
Weil wenn du jetzt eine traumatische Erfahrung hast, dann haben viele Leute, die Trauma erlebt haben, auch natürlich diese Transzendenzerfahrung, dass sie so out of body sind und aus dem Körper, ne? Also außerkörperliche Erfahrungen haben, dass sie, ja, wie du schon sagst, dissoziieren. Also ich sag mal, jede Erfahrung mit einem hohen Fokus ist ja immer auch eine Dissoziationserfahrung. Ja, wenn du jetzt bei einer Hypnose dich auf einen Punkt, ein Wort, ein Thema fokussierst, dann bist du ja automatisch in der Dissoziation von allen anderen Optionen gerade. Also Dissoziation ist ja erstmal nicht per se was Schlechtes. Ja, es ist einfach ein Mechanismus, ne? So, und dann gibt es natürlich eine pathologische Strukturen, könnte man sagen, also oder sagen wir dysfunktionale Strukturen, vielleicht besser, nicht so labelnd, die dann eben dazu führen, dass man das ständig macht und immer unbewusst macht und Tag ein, Tag aus macht und dann Teile von sich selbst abschneidet, von seinem Körper abschneidet, im Beziehungskontakt abschneidet, ne? Oder auch von seinem Potenzial abschneidet und sich irgendwann damit abfindet, sage ich mal, dass man eben so und so ist und nicht mehr geht. Und das ist genau das, was ich hinterfrage, was man im Fachjargon ja auch posttraumatisches Wachstum nennt. Wo man dann also über diese selbstgesetzten Schranken und Räume hinauskommt und dann eben über dieses Trauma oder die traumatischen überwältigenden Erfahrungen hinaus wachsen kann, ja. Und diese Erfahrung vielleicht auch als sowas wie Wachstumskatalysatoren beschreiben könnte. Und das höchste menschliche Potenzial, das haben ja Maslow und andere beschrieben, das sind ja eben diese Erfahrungen, die in den Bereich der Selbstverwirklichung gehen und darüber hinaus in diesem Bereich der Transzendenz. Also Maslow hat herausgefunden, dass Menschen, die sehr viel selbstverwirklicht leben, oftmals auch diese öfter als andere diese Transzendenzerfahrungen haben. Das heißt, dass sie Erfahrungen haben von Einheit mit der Umwelt, mit anderen Lebewesen, mit anderen, ja, mit anderen Lebensformen, sage ich mal. Also diese Einheitserfahrungen, die auch zum Beispiel in der Meditation gemacht werden können und wo eben gewisse fixe Ich-Strukturen und Ego-Strukturen anfangen, sich aufzulösen oder durchlässiger zu werden, sagen wir es mal vorsichtig so, ja. Und darauf zielt diese transpersonale Psychologie eben ab. Man könnte sagen, das ist also die vierte Säule der Psychologie, so hat man, oder die vierte Kraft wurde es auch genannt. Die erste war ja die Analyse, die zweite der Behaviorismus und die Verhaltenstherapie, die vor allen Dingen, wo man in den 50er Jahren Rogers und andere eben sehr, und Maslow halt sehr kritisch waren und gesagt haben, das ist eher so eine Fett- und Schmiere-Therapie, wo es darum geht, denjenigen wieder gangbar zu machen, dass er im System funktioniert mit Belohnung und Bestrafung, tokensystemmäßig. Und daraus ist ja die humanistische Psychologie entstanden. Da gehören ja die ganzen Verfahren zu. Von klientenzentrierter Gesprächsführung, systemische Therapie, auch Gestalttherapie gehört dazu, auch ein Stück weit kann man Hypnose auch dazu zählen und verschiedene körpertherapeutische Ansätze, biodynamische Ansätze und so weiter. Und ja, am Ende des Lebens hat Maslow dann ja gemerkt, okay, die andere Ebene, von der Frankl immer sprach in seiner Logotherapie, wo es eben um tiefen Sinn geht, der über sich selbst hinausweist, den braucht es auch, und den beschreiben ja auch alle Kulturen in ihren Mythen und Geschichten und in ihren Praktiken, versuchen die ganzen traditionellen Kulturen da irgendwie hinzukommen, in ihren geheimsten und heiligsten Praktiken. Das kann ja kein Zufall sein, dass sich das Jahrtausende durch die Menschheitsgeschichte gezogen hat. Und das müssten wir doch eigentlich mal ernst nehmen, war da so in den späten 50ern, ab 58 war das dann so diese Erkenntnis, wo man gesagt hat, ja, das müssen wir eigentlich erforschen und wir müssen anfangen, das mit in die Psychologie zu nehmen. Deswegen war das die vierte Kraft. Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt, wenn man das untersucht, stellt man ja fest, dass die Menschen, die solche Erfahrungen gemacht haben, von so vielleicht auch Nahtod oder eben so Durchbruchserlebnisse, wo sie auf einmal eins waren mit einem Wasserfall oder auch oder bei Sexualität tiefe Verschmelzung mit einem anderen Menschen erlebt haben, oder muss ja nicht mal bei Sexualität sein, nur das ist halt prädestiniert dafür. Da ist das ja auch sehr, sehr schön oder wünschenswert. Es kann auch einfach in einem Kontakt sein, in der Natur. Viele Menschen erleben das in der Natur draußen, ja, mit einem Baum oder mit einem Stein oder mit einem Tier, was ihnen auch einmal begegnet. So, und diese Erfahrungen werden von den Menschen ja als tiefste Erfahrung und wichtigste Erfahrung ihres gesamten Lebens beschrieben oftmals. Und die sind halt von der klassisch-psychologischen Wissenschaft her am wenigsten messbar.
das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, ja. Hat Bündig ja auch darauf hingewiesen damals. Und ja, also die wichtigsten menschlichen Erfahrungen sind eigentlich am wenigsten messbar. Ja, ich hatte gerade gestern ein Gespräch zum Thema Familienstellen und das ist ja auch so, da passiert irgendwas, was wir nicht wissenschaftlich großartig beschreiben können, außer vielleicht, ich glaube, die Quantenphilosophie ist so Ja, das, was dem am nächsten kommt, genau. aber ansonsten auch nur annähert, ne? Genau, diese Effekte, die sind also in ganz vielen Bereichen tauchen die plötzlich auf. Und das kann auch, wie gesagt, das kann in der Hypnose sein, das kann in der Aufstellungsarbeit sein, das kann in so einer Atemarbeit sein, das kann in der Meditation sein. Es gibt also verschiedene Verfahren, die den Raum aufmachen und prädestiniert dafür sind, diese Erfahrungen wie ein Stück weit einzuladen. Und wir sind also von unserer westlich, wir sind ja immer noch geprägt von diesem Descartes'schen Paradigma und ja, diesem mechanistischen Weltbild bis heute. Das sieht man jetzt auch wieder daran, wie die Homöopathie gebasht wird, ja. Weil man einfach, man guckt einfach da rein und sagt, ja, da ist ja nichts mehr drin, ja, auf der chemisch-stofflichen Ebene. Aber diese ganzen feineren Ebenen, die ja Informationsfelder sind, und wir sind ja nun mal bioenergetische Informationswesen, ja, unsere Neuronen und so weiter, das kommuniziert ja alles mit Elektrizität. Und wir sind ja miteinander auch, wie du gerade schon gesagt hast, wie quantenverschränkt, ja. Also, da gibt es auch zig Studien zu, wo Heiler dann über 10.000 Kilometer Entfernung mit jemand anderem, der in einem hermetisch abgeriegelten Raum da, die den Bluthochdruck hoch und runter fahren, solche Geschichten alles. Ja, das ist einfach nach wie vor dieses alte Weltbild. Ja, ich denke, also bin ich. Ja, und wenn ich nicht denke, bin ich nicht mehr. So, ne? Ja, dann was uns da auch nachhängt, sage ich mal, ja. Ja. Kann nicht sein, was nicht sein darf, so, ne? Genau. Der Herr, mit dem ich gestern gesprochen habe, meinte auch, dass so die Wissenschaft hat die Achtung vor dem Unendlichen verloren. Das fand ich so passend. Genau. Und wenn man dann Heisenberg nimmt, ja, der sagt ja genau das Gegenteil, ja. Ne? Auf dem Boden der, auf dem, im, beim Kelch der Wissenschaft findest du auf dem Boden Gott, ne? Ja. Und das Ja. ist der Grund, warum viele Quantenphysiker am Ende des Tages viel, viel religiöser oder schrägstrich spiritueller waren oder sind als viele Pfarrer heutzutage, ja. Weil die was gesehen und erfahren haben, was man nicht mehr in Worte fassen kann. Das ist genau das, wovon wir gerade reden auch, ja. Ja. Ja, du hast es auch schon so anklingen lassen. Diese mystischen Räume sind ja auch verschränkt mit diesen Transpersonalen und damit befasst du dich ja scheinbar auch ganz gerne und frag mich da, welche Rolle spielen denn da auch ja, so diese Rückbesinnung auf den Ursprung vielleicht auch eine Rolle für dich, für deine Arbeit? Ja, Was auch das. immer Ursprung heißt, Ja, aber genau. Was ist der Ursprung, ne? ja. Ich spreche da immer so von Essenz. Und das wird ja auch in der Transpersonalpsychologie als das wahre Selbst beschrieben oder als das höhere Selbst oder das tiefere Selbst. Also diese Essenz deines Seins. Und in extremen Situationen machen Menschen häufig die Erfahrung, dass sie noch weitaus mehr sind, als sie meinen oder als sie nach außen darstellen oder zeigen. Und dafür waren diese ganzen alten Rituale auch immer eine Brücke. Und die waren ja häufig auch schmerzhaft oder erschaudernd, erschreckend, wenn man die Einweihungstexte von den Mysten in die Eleusis liest, zum Beispiel, ja, oder Samothrake oder anderen griechischen Einweihungsmysterien, dann findet man ja diese ganzen Beschreibungen, wie erschüttert und erschaudert die waren von dem. Ja, also alle menschlichen Kulturen haben ja entsprechende Rituale und Strukturen aufgebaut, um, wie gesagt, in diese Räume hineinzukommen. Und der Mensch, könnte man sagen, ist eine Art Homo spiritualis. Ja, er sucht und braucht diese auch Erfahrungen von Transzendenz für seine Gesundheit. Und für die Gesundheit der Allgemeinheit. Und das hat, glaube ich, kaum eine Kultur so erkannt wie die antiken Ägypter oder die antiken Griechen. Und das ist so ziemlich das Nächste, was so an uns noch dran ist, was diese Dinge in einem großen
Kollektiv einer Hochkultur vollzogen hat. Das war also dort Praxis, bis dann die christlichen Armeen kamen und man die Kultstätten dort vernichtet hat, ne? Und die Griechen, also was sie beschreiben, von den Erfahrungen, die die Mysten von Eleusis, Samothrak und anderen Initiationsstätten gemacht haben, sind tiefe Erschütterungserlebnisse. Und in einer Kultur, die so ekstatisch und so dionysisch noch inhärent war, wie die griechische, musste da schon, denke ich, also einiges passiert sein. Ich hatte da auch mehrere Buchartikel zu geschrieben, um das überhaupt so in einer derartigen Qualität hervorrufen zu können. Und es sind ja einfach, man sieht das ja auch daran, wie der ganze Ayahuasca-Boom und das alles so durch die Decke geschossen ist, ne? Der Mensch ist auf der Suche, ne? Der ist auf der Suche nach Erfahrungen dieser Art. Und die Frage ist eigentlich für mich immer gewesen, wie kann man diese Erfahrung heute sicher machen? Und da bin ich halt auch zu vielen Schamanen unterwegs gewesen, habe da meine Erfahrungen gesammelt, habe oft mitgekriegt, dass dann vieles da auch nicht so toll ist oder die überhaupt keine Idee haben, was eine westliche Psyche eigentlich so durchgemacht hat und ausmacht. Und Osho hatte das vielleicht schon ein bisschen mehr, aber der hat es am Ende, der hat auch viele gute Aspekte gehabt, aber dessen Ansätze sind ja auch sehr überflutend gewesen. Und genau, ich bin dann ja beim holotropen Atmen gelandet, wie du anfangs schon beschrieben hast, und habe da aber in den letzten Jahren mein eigenes Modell auch entwickelt, weil das für mich mit den Ansätzen, die zum Beispiel Peter Levine oder Lawrence Heller und andere so entwickelt haben, oder Sonia Gomez oder Stanley Rosenberg, das passte für mich nicht mehr zusammen. Und ich habe ja auch sehr viel da so erlebt. Ich habe da nur mal 10 Jahre selber so meine Prozesse gemacht mit und habe auch viele Kurse geleitet und habe da auch immer diverse Sachen gesehen, habe auch in diesen großen Seminaren früher verschiedene Sachen erlebt und gesehen als Teilnehmer. Und da war für mich ja oftmals die Frage, ja, ist das jetzt eher ein Retrauma zum Teil für die Leute oder ist es wirklich eine Transzendenzerfahrung, ne? Und woher weiß man das? Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil da müssen wir jetzt erstmal Retrauma definieren. Das würde ich sagen, das ist eine Erfahrung, also ein altes Erfahrungsnetzwerk, auch neuronal, wieder anzapft und letztendlich ausbaut, was zu ähnlichen Zuständen führt, von Überflutung, Shutdown-Zuständen, ja, und vielleicht wieder Ohnmachtszuständen oder Schamgefühlen dann auch. Und am Ende des Tages, ja, das ewig Gleiche immer wieder neu trainiert letztendlich. Und das passiert eben sehr schnell bei ja, sehr kathartisch ausgerichteten Methoden, hat Levine und anderen das ja so auch erkannt, ne? Also würdest du sagen, Ayahuasca ist so eine kathartische Geschichte und holotropes Atmen eher nicht? Doch, volle Okay, Pulle. ich wollte schon sagen, holotropes Atmen ist ja einfach nur in Anführungsstrichen ohne Substanz, aber eine Hyperventilation und Ja, Sauerstoffmangel das, erzeugt ja auch also Bewusstseinserweiterung, ne? du kommst also dort auch in eine starke sympathikotone Erregung rein. Ja, wir kennen das ja, diesen Spillover-Effekt im Nervensystem, dass du dann eben diesen Effekt schnell hast von Vollgas und Bremse gleichzeitig. Und das sieht man bei vielen Menschen, die da rumliegen auch, ne? So, und dazu kommt dann eben noch, und das sieht man auch bei dieser Methode bei vielen Leuten, je höher die sympathikotone Erregung ist, desto schärfer werden ja die Urteile über einen selber. Und das, ne, und das ist da ja auch so, ne, dass die Leute dann häufig, also was ist, so ein Drittel der Leute in dem Raum, die haben häufig dann massivste Urteile über sich selbst, sie schaffen es nicht, sie kommen nicht rein und jetzt haben sie das Geld bezahlt. Ne? Oder sie liegen gleich in einem Shutdown da rum und die Leitung sagt hinterher dann, oh, du warst aber tief drin, du hast einen tollen yogischen Schlaf gehabt. Habe ich alles erlebt, ne? Ich habe auch zig Sitzungen da rumgelegen und keiner hat das gemerkt, dass ich eigentlich im Shutdown war, weil das überhaupt nicht Thema ist da. Das kennen die gar nicht. Ja. Vielleicht magst du mal, weil deine Arbeit, das du nennst, ist ja hypnagogisches Atmen, was der Unterschied zum holotropen Atmen ist. Ja. Also, das gibt viele Unterschiede. Ist ein völlig anderes Setup. Ist auch für die Einzelarbeit ausgerichtet. Das holotrope Atmen ist ja eher eine Gruppensituation. Und es geht vor allen Dingen darum, eine gewisse, wie soll ich sagen, eine gewisse Form von
Regulation und Containment aufrechtzuerhalten. Das ist ein ganz wesentlicher Teil davon oder dabei. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass wir in einer Situation uns befinden, die nicht wieder einfach nur überflutend und überbordend ist. So, und früher hat man ja in den 70ern hatte man so die Idee, du machst einfach, du gehst da wieder volle Pulle nochmal rein und dann wird alles gut. Ja, das war so diese alte Therapiedenke, ne? Grundsätzlich ist es für manche Leute auch richtig gut, mal irgendwo volle Pulle reinzugehen, weil sie immer alles Mögliche zurückgehalten haben ihr Leben lang. Und wenn die da mal richtig, sage ich mal so, die auf Deutsch gesagt, die Sau rauslassen können, ist das für die auch total klasse. So Depri-Leute und so, ne? Die sich immer abklemmen und so. Aber auch da kann das natürlich, alleine die laute Musik, die da auch genutzt wird und die treibende Musik und so, das ist alles sehr, sehr hochsympathikoton. Und bei Menschen, also jetzt beim Holotropenatmen zum Beispiel, und bei Menschen, die dann eben, wie gesagt, ja, dazu neigen, dann in den Shutdown zu gehen, dann wird das halt dadurch kompensiert. Und das versuchen wir ein Stück weit bei dem Hypnagogen-Atem-Setup zu vermeiden, in der Form, dass die Begleitung engmaschiger ist, dass auch der Sound nicht so volle Pulle aufgedreht wird. Wir arbeiten auch da mit bestimmter Musik, mit 432 Hertz Musik und Oberton-Sounds, die live gespielt werden, die dann eben justiert werden können auf die Situation und auf den Prozess auch nochmal. Und die Begleitung, die ist eben sehr, sehr eng auch, sage ich mal. Beim Holotropenatmen wird der Prozess ja sehr frei laufen gelassen. So. Ja. Und dann ist es eben so, dass wir hier mit einer, also ich arbeite eben in dieser Hypnagogen-Lichtstimulation zusätzlich im Vorfeld oder dabei. Und das eröffnet auch sehr stark nochmal einen Raum, weil da die Zirbeldrüse eben sehr stark auch drüber aktiviert wird. Die wird auch durch die Atmung aktiviert an sich schon. Genau, und das sind also so verschiedene Aspekte. Meditation gehört auch dazu im Vorfeld, wo es darum geht, auch ein Stück weit das Gehirn auszubalancieren, weil wenn ich in einem Vollstress bin, dann kann ich da auch eigentlich keine regulierten Erfahrungen mehr machen. Ja. So, und die Frage ist immer am Ende des Tages, ob die Kapazität da ist. Wenn ich also nur eine Mini-Kapazität habe, wie das bei so einer kleinen, ich sag mal Zen-Klangschale, so eine Mini-Klangschale ist, und fliege jetzt durch so eine Setting-Erfahrung komplett raus in eine Riesenschale, wo ich normalerweise mit Schuhgröße 46 mich reinstellen kann, ja. Dann habe ich zwar diese Erfahrung gemacht von dieser großen Schale, Schuhgröße 46, also ne, Klangschale, Riesending. Das gibt mir so viel Speed, dann fliege ich wieder hoch in die kleinste Schale wieder rein, wo ich vorher mal drin war. Und natürlich kann man sagen, jetzt hast du mal einen Geschmack von der Größe des Universums bekommen oder vom Ozean. Und bist jetzt wieder in deinem Fishbowl-Glas da. Aber mir geht es eher darum, die Stufen dazwischen auch zu würdigen und aufzubauen sukzessiv. Und das geht nicht unbedingt mit Vollgas, sondern dafür braucht es eben eine regulierte Vorgehens-, also oder ein regulierenderes Angebot. Ja. So sage ich das mal, ja. Ja, spannend. Ich habe auch immer ich habe auch selber Ayahuasca-Erfahrung gemacht und habe mich da auch zum Glück erst rangetraut, nachdem ich da irgendwie so das Thema Gefühle fühlen und im Körper auch oder geerdet sein ein bisschen mehr auch verstanden habe und habe aber auch immer wieder Leute dort getroffen, die das schon x-mal gemacht haben, so 15, 20 Zeremonien und ich immer so, die können mir aber gar nicht teilweise in die Augen gucken oder irgendwie so, ne, so typische Anzeichen, wo man denkt, so, aha, spannend, oder können sich nicht abgrenzen oder sind irgendwie eine halbe Stunde lang nur am Geschichten erzählen, also können nicht richtig in Kontakt treten. Ja, stimmt. Und ich immer denke, ja, du suchst einmal an der falschen Stelle, sage ich jetzt mal so arrogant, aber so. Ja, das kann schon sein. Ist halt nicht die Lösung, so, wenn da irgendwie Entwicklungstrauma ist, dann ist, wie du sagst, ein schönes Bild, so, dann werden die da irgendwo reingeschmissen. Ja. Wahrscheinlich auch aus dieser tiefen Sehnsucht, oh, ich will endlich befreit werden von meinem Leid. Genau. Aber, da eben nichts Nachhaltiges dann vielleicht wirklich sich gesund verändern kann. Ja. Weil der Organismus gar nicht klarkommt. Ja, genau. Und das sind oft Menschen, die können sich nicht vorstellen, dass sie in dieser Welt, wo sie jetzt unterwegs sind, auf ihrer horizontalen Ebene,
irgendwie glücklich werden könnten. Und das ist dann ein Stück weit wie so eine Flucht. Ja. Ich meine, es gibt natürlich auch mit anderen Sachen, ne? Du dieses viel hilft viel so, da kenne ich Genau. auch andere. Ja, Viel ja. Alkohol trinken, viel Klar. Zucker konsumieren, Ja, viel was klar. auch immer, viel Ja. arbeiten. Ja. Aber ja. Ich Ja. habe noch mal eine Frage, so weil du dieses Klangthema auch angesprochen hast. Welche Rolle spielt denn Klang auch so für menschliches Wachstum? Und weil das ja eben in der Atemarbeit bei dir auch ein integraler Bestandteil ist. Wieso ist der so Ja. wichtig für uns Menschen? Also Klang, würde ich sagen, ist einer der wichtigsten Sinneszugänge, vielleicht, wenn nicht sogar der wichtigste. Das siehst du alleine schon daran, wie unser Organismus dafür gesorgt hat, dass dieser Sinneskanal so geschützt ist, ne? Wie geschützt? Also der ist ja tief in den härtesten Knochen ist der ja verbaut, wohingegen jetzt die Augen zum Beispiel relativ weit draußen liegen, wo auch ziemlich schnell was passieren könnte in der Natur, ne? Dass dir auf einmal das Augenlicht abhanden kommt. Aber das Gehör ist so tief da geschützt, ja, dass du das auf jeden Fall behältst. Und da gibt es ja diese indische Aussage, Nada Brahma, ne? Die Welt ist Klang. Ja, also letztendlich ist ja alles Schwingung und Frequenz und Klang. Das kannst du synonym verwenden. Klang ist ja auch nur eine Art von Schwingung oder Frequenz. Und in der Traumaarbeit beim Porges zum Beispiel, da ist ja der Zugang über den Klang beim SSP, der moduliert ja dann eben auch die Klangwahrnehmung oder den Sinneskanal des Klangs, der für die Vagusaktivierung eben auch eine Rolle spielt, die ventrale Vagusaktivierung. Und da wird ja das auch trainiert, der Mittelohrmuskel, der Stapedius wird da trainiert, dass du eben Störgeräusche, die dich davon abhalten, im Hier und Jetzt dich sicher zu fühlen, dass die ein Stück weit rausgefiltert werden. So, und ja, wir sind also, könnte man sagen, letztendlich Klangwesen. Ja? Also wenn du im Mutterbauch dich befindest, ja, du siehst nichts groß, ja, von der Welt, ja. Aber was du tust, ist, du hörst. Ja, du hörst den Herzschlag der Mutter, du hörst ihre Verdauung, wahrscheinlich den Puls, ihre Sprache. Ja, was weiß man ja, wenn man Babys im Bauch, wenn man denen immer eine bestimmte Musik vorgespielt hat und wenn die nachher geboren sind, auf der Welt sind, dann spielt auf einmal diese Musik für sie eine ganz große Rolle, ne? So, und ja, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, würde ich sagen. Vor allen Dingen auch, weil wir ja gerade jetzt auf Obertonklänge eben sehr positiv vom Nervensystem her reagieren. Man sieht das auch bei Pflanzen, dass die anfangen dann, da gibt es ja zig Experimente, wo die dann anfangen, in die Richtung zu wachsen vom Lautsprecher, wenn da bestimmte Obertonsounds gespielt werden. Ach, spannend, Die fangen okay. sogar an, den Lautsprecher nachher umarmen, wie, ne? Ja, Aha. wohingegen, wenn du dann jetzt so Sachen von MP3 und so nimmst, ja, was dann da, dann wachsen die eher weg oder dann haben die irgendwie eher Stress damit oder je nachdem, was für eine Musik auch ist, bei Rockmusik ist es wohl auch und Popmusik auch, bei klassischer, dann hauen die eher ab, ne? Wachsen die eher in die andere Richtung, ne? Okay. Ja. So. Spannend. Ja, und das hat eben auch so, ne, Klang kann natürlich auf einer einen Seite sehr aktivierend auch sein, weil da zum Beispiel irgendwelche archaischen, ne, wenn wir da oben, also ich spiele auch Gongs und so, wenn dann da so archaische Klänge aktiviert werden, das kann natürlich auch was Tiefes Archaisches in uns ansprechen. Aber es gibt dann auch wieder die beruhigenderen Sachen, wie jetzt eben über die klassischen Therapieklangschalen von Peter Hess zum Beispiel. Ja, die dann eher den Organismus wieder in dieses Ventrovagale wieder reinbringen und eine tiefe Entspannung wieder reinbringen. Ne? Ja. Ja, spannend. Und darüber kann man das auch ein Stück weit navigieren oder justieren, sage ich mal, in der Arbeit. Ja. Ja. Und es geht ja beim, oder man, der Groff hat ja auch viel mit diesen Geburtsprozessen beim Holotropenatmen, so. Das hat ja nicht nur Groff, das war ja schon vorher Leonard Orr und Ah, andere ja. Leute, ne, die beim Rebirthing und so, da kam. Würde ich sagen, da kam das eigentlich her. Okay. Und
Das ist einfach so diese Erkenntnis gewesen, okay, du kommst also wirklich über stark veränderte Bewusstseinszustände möglicherweise auch damit in Kontakt. Man muss das immer ein bisschen mit Vorbehalt sehen, ja, weil ich kenne das von sogenannten Regressionshypnosen oder Rückführungen, die ich früher auch gemacht habe. Du ziehst nachher auch ein gewisses Klientel an, die sich schon was zusammengebastelt haben in ihrem Kopf vorher, was sie meinen, was da jetzt passieren muss. Und dann hast du eben auch dann jede Woche 8 Frauen da liegen, die alle Jeanne d'Arc waren oder eine Hexe waren oder was weiß ich, wer waren, ne? Okay. So, und da denke ich mir, okay, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Das ist, also jede forensische Psychiatrie hat auch ihren Napoleon und einen Nazarener und ich weiß nicht, was da, Monroe, ne? Aha. Also, da gibt es dann in der Okay. spirituellen Szene wieder einen neuen Begriff, der heißt dann Soul Splitting, deswegen können das viele sein, ne? Weil sich die Seele von Monroe dann aufgesplittet hat und deswegen können es jetzt überall Monroes geben. Ah ja, Ja, okay. also du kannst für alles immer irgendwelche Konzepte dann entwickeln, ne? Ja. Aber es gibt wirklich die Fälle, das muss man sagen, wo Leute einfach sehr tiefe Erfahrungen machen. Das ist auch gerade, wenn man Atmung im Wasser macht, das mache ich auch mit Leuten. Also Water Breathwork, ne? Wo Menschen ganz tiefe Erfahrungen machen, die sind ja unbewusst, also die sind ja im Körper gespeichert. Du kannst es ja mit Bewusstsein, kommst du ja gar nicht da kommst ja gar nicht da dran, weil das ist ja noch gar nicht ausgebildet in dieser Zeit, dass das kognitiv abrufbar wäre, meine ich. Aber im Körper steckt es drin, in den Zellen. Und da wissen wir heute aus der ganzen Epigenetik auch und aus dieser transgenerativen Forschung, ja, Traumaforschung, dass da eben diese Sachen ja auch weitergereicht werden von einer Generation an die nächste. Und ja, das ist dadurch anscheinend durchaus aktivierbar, anzapfbar und ja, man kann damit in Kontakt kommen, ja. Weil ich glaube, irgendwer hat mal, ich weiß nicht, ob du es warst, gesagt, dass es auch bei so Kaiserschnittgeburten oder Menschen, die Kaiserschnittgeburten hatten, manchmal auch so, was sich später im Erwachsenenleben so ein Phänomen beobachten lässt, dass die Sachen nicht zu Ende bringen. Ja, So das eine hat Tendenz. Friederike gesagt auf Ach dem so. Ärztin aus Zürich, mit der ich Seminare mal gegeben habe früher. Ja. Genau, ja, also klar, das ist ja, was Otto Rank schon erkannt hatte, ne, dass der Geburtsprozess ganz wesentlich ist für unsere Lebensprägung und dass daraus eben dann, da hat Groff dann auch seine Matrizen daraus abgeleitet, dass die Art, wie wir geboren werden, obwohl Groff, wie ich finde, sich viel zu sehr nur auf den Geburtsprozess beschränkt hat, ich denke, die 9 Monate davor sind mindestens genauso entscheidend. Ja, also ich würde mal sagen, die Art, wie wir im Mutterbauch groß werden, ja, und die Art der Empfängnis, würde ich auch sagen, spielt auch eine Rolle, ja. So, also ganz viele verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Es ist nicht nur der Geburtsprozess, sondern der ganze Weg dahin und natürlich dann auch das Postnatale, ne? Also wie es dann danach weitergeht, ne? Auch ganz wichtig, ja, so. Und ja, und das prägt natürlich, ne? Das setzt schon ein Programm in Gang oder auf, ne? Ja, und würdest du sagen, dass es auch für Zangeburten irgendwie ähnlich Ja, so klar. ist? Ja, klar. Welche Erfahrung macht man mit so Ja, einer keine Situation? schöne. Ja, Ja. genau. Also, weil die ja auch immer, wie gesagt, immer ein bisschen, immer mehr werden und ich das Ja, ganz Kaiserschnitt, besorgniserregend finde. Genau. Ja. Hm. Das nämlich, also vielleicht so den Link irgendwie zu diesem Thema, welches Weltbild haben wir eigentlich oder welches Weltbild wird uns da konstruiert und inwiefern werden wir da auch von Intuition irgendwie so getrennt, schon von Anfang an, dass man so auf eine ja, sehr brutale Art und Weise Ja. mit der Welt in Kontakt kommt. So, jetzt bist du da. Du machst das nicht alleine, wir holen dich da jetzt einfach raus. Genau, das läuft nach Und Plan hier. genau, und da schon sowas Mechanisches, was Lineares irgendwie so eine Energie da ist. Und Ja. Ja, da haben ja Janus und Odin und andere darauf hingewiesen, auch dass die Frau dann gar nicht in diesen, auch das ist wieder dieses mechanistische Konzept, ne, vom Sein, dass die Frau gar nicht in so eine Geburtstrance reinkommen kann. Und ich hatte da mal Kontakt mit einer Schamanin in Südamerika auch. Die hat dann in ihrer Hütte tausende Kinder geboren, also zur Welt gebracht, nicht selbst geboren, aber zur Welt gebracht. Ja, und wenn du siehst, wie und damit welchen einfachen Bedingungen das gemacht wird, ne, und vor allen Dingen ist alleine schon die Haltung ja völlig anders, weil das machen die ja alles im Stehen. Ist ja auch logisch, ne, von der Gravitation her macht es ja Sinn, ne. Ja. Das war ja französischer König, der da die Sache auf den Rücken gelegt hat und gesagt hat, das muss jetzt so laufen, damit ich sehe, was da kommt. Ja.
Und seitdem wurde das dann so gemacht, ne, auf dem Rücken Hm. in der westlichen Welt, ne? Das sieht man gnadenlos durch, ne? Ja. Oh weh. Ich habe nochmal Lust auf das Thema Manipulation oder sage ich mal auch Ja. zu einem, ja, wie auch immer wir das fassen wollen, aber Ja. das hängt für mich auf jeden Fall damit auch Ja, zusammen. hängt sehr, Also sehr stark damit da fängt zusammen. es ja an, ne? Genau. Und Also man kann ja von Traumakonditionierung sprechen und ich glaube, da ja. sind wir Deutschen sind da super prädestiniert. Hm. Und ich glaube, dann dadurch ist man, glaube ich, schon hier, gerade wir, sind auch sehr viele Menschen, mit denen ich hier gearbeitet habe, die im Hintergrund Vertreibung haben. Ja, also ich meine, alleine die 15 Millionen da gegen Kriegsende, ne? Das ist ja schon ein Wort. Und wenn man dann mal so guckt, was sonst noch so alles danach noch lief, also heftigst, heftigst. Ja. Und das sind alles so ja, transgenerative Marker, sage ich mal, die dann auch so wirken, weiter wirken. Und das lässt sich dann einfach sehr leicht triggermäßig auch abrufen. Ja. So, und wenn du dann von Geburt an ähnliche Erfahrungen noch machst, die auch wieder so übergriffig waren oder sind, ne? Nicht in deinen Rhythmus geht, dass du immer ständig bevormundet wirst, immer unter Druck gesetzt wirst, immer geängstigt wirst, ja, dann ja, funktioniert das, ne? Und du hast ja einen Kernbaustein ist ja, glaube ich, auch das Thema Dehypnose-Workshops oder die Arbeit damit. Vielleicht magst du dazu mal sagen, wie Damit habe ich, das workshopmäßig habe ich damit aufgehört, Ach so. vor einigen Jahren, weil das wird mir einfach zu anstrengend, weil doch ja, mir zu oft dann immer wieder dieses, uns geht's doch noch gut, uns geht's doch gut, ja, so, ne? Und das ist ja auch Teil, würde ich sagen, von diesem Stockholm-Syndrom, dass man nicht so richtig realisiert, was eigentlich gerade los ist. Und ja, wenn man Dehypnose jetzt mal als Wort erklärt und begreift, dann ist damit gemeint, dass du aus einer bestehenden Trance oder Hypnose rauskommst. Und eine andere Option, möglicherweise das genaue Gegenteil von dem, was du bis dato immer geglaubt hast, einfach mal zulässt. Oder das genaue Gegenteil von dem, was dir von außen die ganze Zeit suggeriert wird. Das läuft ja immer schwarz-weiß, ne? Du musst dich die ganze Zeit entscheiden. Ja, entweder oder. Ja, warum kannst du nicht mal sagen, sowohl als auch? Das ist ja auch in der Therapie, ja? Ist das also letztendlich ein wesentlicher Faktor für Heilung letztendlich? Und das ist auch in der Konfliktresolution, sagt man ja, ne? Also Konfliktlösung ist es ja auch die Allparteilichkeit, dass beide Parteien angehört werden und gleichberechtigt befragt werden, wie es zu einem Konflikt gekommen ist. Davon sehe ich in den Medien und überall sehe ich da nichts von. So, ja, und es ist immer nur schwarz-weiß, schwarz-weiß. Und du musst dich entscheiden, ja? Und dann gibt es halt so kategorische Labelings, ja, also das, im NLP nennt man das ja Framing, da wird dann ein Rahmen drum gepackt und dann jemand, der dem Narrativ nicht folgt, sondern ne, der ist sofort persona non grata. Das war ja im Mittelalter auch so. Und dieses Verstoßen werden von der Gemeinschaft oder wirtschaftlicher Tod, das ist alles damit, ja, das schreckt die Leute bis ins Mark. Das ist genau das, diese Urangst. Ne? Kollektive Beschuldigung. Ja, genau. So, ja. Ja, genau. Ja. Ja, und das ist das, ja, bei einem Volk, was dann so viel Schuld auf sich geladen hat, das ist natürlich da, das wird da natürlich besonders gut getriggert, ne? Ist einfach so, die Franzosen, wenn man da rumfährt in Paris und sich das so, die Denkmäler anguckt und so, die, oder die Engländer, ja, für ihre Kolonialgeschichte und so haben die da relativ wenig, ne, Konflikte mit, ne? Oder die Amerikaner mit der ganzen Ermordung da von den Ureinwohnern, ne? Ja, das ist denen, ja, also im kollektiven Bewusstsein anscheinend, ne? Oder wenn man überlegt, was danach alles noch gelaufen ist, ein paar Atombombenabwürfe auf und Zivilisten und chemische Kampfstoffe auf dritte Weltländer ohne Ende, ne? Das juckt die nicht, ne? Die haben trotzdem Bombenselbstverständnis, ne? Die haben diesen Konflikt gar nicht so, diesen Schuld-Scham-Konflikt, ne? Ja. Ja. Wie spielt denn Scham und Schuld in deiner Arbeit für dich rein mit Klienten? Wie zeigt sich das? Ja, das ist ein ganz wichtiger Faktor dabei. Weil wir haben ja nicht nur kollektiv eine Scham und eine Schuld, ja auch natürlich auch zu Recht bei dem, was wir da so fabriziert haben, ja. Gar keine Frage, ja, wo wir da mit Teil von waren. Nur die Frage ist eben auch,
wie lange muss das transgenerativ noch weiter aufrechterhalten werden? Also Leute wie Johanna Arendt oder Viktor Frankl und so, die haben sich immer dagegen ausgesprochen, gegen so eine Kollektivschuld, ne? Und dann gesagt, es ist immer der Einzelne, also diese kollektive Schuldverschreibung, dass ein Individuum nicht als das gesehen wird, was es ist, sondern dass es einfach einer Gruppe zugeordnet wird und dann abgewertet wird. Das ist ja eigentlich genau das, was wir im Faschismus oder so gesehen haben, ne? Und das ist ja genau das, was man eigentlich nicht mehr will. So, und deswegen müsste man eigentlich individuell gucken. Und wie war denn die individuelle Beteiligung bei sowas im Kollektiv? So, und beim Individuum ist es sowieso so grundsätzlich, dass davon jetzt nochmal von dieser kollektiven Ebene unabhängig, dass dort natürlich ständig Erfahrungen gemacht wurden von irgendwie es nicht wert sein, nicht gesehen worden sein. Oder in Bindungsbeziehungen wie so ein Spielball hin und her geschmissen worden zu sein, nicht um seiner selbst willen gesehen worden zu sein, für das, was man in seiner Wesensessenz ist, ja. Und das alles, ja, in dieser Grundessenz führt ja zu einer gewissen Bewertung. Also ein Kind kann ja nicht sagen, ja, es ist, die Eltern sind so bekloppt oder die Kultur ist so bekloppt oder meine Vorfahren haben so viel Scheiße gebaut, deswegen geht es mir jetzt so, sondern das Kind macht einfach daraus, ah ja, ich bin elementar falsch. Weil es das ja gar nicht auf dem Schirm haben kann, was da alles gewesen ist bei den Vorfahren oder bei den Eltern und so weiter. Und deswegen, um das System, die Bindungsbeziehung aufrechtzuerhalten, Hellinger sprach mal von, ein Kind macht das aus Liebe. Und das ist genau das. Also es hält diese Bindungsbeziehung aufrecht, indem es sich selber quasi voll beschuldigt und beschämt. Das heißt, die strukturellen Defizite im Außen werden auf sich selbst bezogen. Und man könnte auch anders sagen, man kann nicht gesund bleiben in einer, also als Kind, nicht gesund bleiben in einer verrückten, kranken Situation im Außen. Das geht gar nicht. Ohne sich abzuspalten. Ja, ohne auch diese Dynamik abzufahren. Man kann, manche machen dann halt die Nummer irgendwie, dass sie ins Gegenteil springen. Ja, das ist dann halt dieser kompensatorische Stolz. Und das ist dann nachher ne, das super narzisstische oder nachher schon psychopathische etc. Ja, da kann man natürlich auch mit solchen Sachen nachher auch versuchen, solche Dinge zu lösen. Aber grundsätzlich ist dahinter häufig eine tiefe Urscham oder bei manchen Menschen sogar eine Existenzscham. Weil wenn ich nicht so schlecht wäre, dann würden die mir das so nicht antun. Hat sich denn die Arbeit in den letzten, vielleicht vor allem 2,5 Jahren, auch verändert? Also, dass da andere Anliegen kommen und so stelle ich es mir zumindest vor. Ja, das ist so. Das kann man schon sagen. Also das ist schon, das ist schon krasser geworden jetzt, also weil die Leute viel mehr auch so existenzielle Nöte verspüren, ne? Ja. Ja, spannend, also schwierig. Ja. Was macht dir denn Hoffnung oder was gibt dir Kraft, wie wir an das schlummernde Wissen in uns, wie wir das anzapfen können und auch vielleicht ja so Synchronizität vielleicht irgendwie mehr erfahren können? Ja, ich hatte jetzt ja gerade die Ausbildung hier, mal den letzten Durchgang gerade abgeschlossen und ja, da ist so viel auch passiert bei den Menschen, so an, genau was du gerade sagst, an Synchronizität, an Entwicklung und wenn ich das dann so sehe, ich nenne das ja Prozessarbeit auch, transpersonale Prozessarbeit, was da auch wirklich auch möglich ist, teilweise trotz starker Krisen, das gibt mir schon auch viel Hoffnung und viel Mut und viel Kraft. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir mehr zurück in den Körper kommen, den Organismus mehr ganzheitlich wahrnehmen und sehen und auch nicht so sehr uns im Außen in diesen ganzen Trance-Angeboten dort verheddern,
vielleicht auch weniger Medien, zumindest gewisse Medien, konsumieren. Ja, und wenn du draußen mal, ja, du machst ja auch Kältetraining, ne? Wenn du mal irgendwie draußen an einen Fluss gehst oder einen See im Winter oder so, dann da merkst du einfach, wie schnell du back to basic bist, ne? Wie schnell da einfach das Wesentliche wieder ist. Und das beschreiben ja ganz viele Menschen fernab dieser ganzen kollektiven, kulturellen Programme, ja. Ja, dass wir doch immer noch einen direkten Bezug haben können. Dazu, ja. Zu Und das dieser Essenz in uns. Und da ist die Natur häufig ein guter Hinweisgeber, eine gute Hinweisgeberin. Ja, und dass da vielleicht auch immer mehr Menschen so Bock drauf haben. Also ich weiß nicht, ob ich in meiner Blase bin, aber ich komme auf jeden Fall so mit auf einmal in Gespräche, die ich vor 2,5 Jahren, glaube ich, nicht geführt hätte. Also wie gesagt, jetzt bin ich in meiner Blase, auf einmal, dass Leute so diese nach innen Schau auf einmal wirklich ernster nehmen und auch gerade in Bezug auf dieses Thema Weltbildkonstruktion. So, Moment mal, okay, an das, was ich bisher alles geglaubt habe. Nicht, dass ich jetzt sage, ich weiß, wie es ist, aber vielleicht stimmt es einfach nicht. Einfach nur das erstmal offen lassen. Das war vielleicht für viele auch ein Aufwachturbo. Für die anderen, die haben sich jetzt einen Hochsicherheitstrakt gebaut, ne? Die waren vorher noch im Gefängnisinnenhof, jetzt haben sie einen Hochsicherheitstrakt. Aber ich sage ja, die Welten haben sich getrennt, so gefühlt, ne? Ja, aber mir gibt es auch so ein bisschen Mut, wieso das auf einmal da Menschen Bock drauf haben, sagen, Ja, okay, genau. ich bin ja doch Schöpferin irgendwie von meinem Leben. Ich erfahre das ja selber gerade so absurd. So diese ganze Lebenslüge, ich bin klein und dumm und abhängig, so, ich glaube die selber immer weniger und erfahre das auch so im Austausch mit anderen. Das ist irgendwie geil. Ja. Ja, spannend. Ich weiß nicht, ob du noch mehr teilen magst. Ansonsten, ich habe zwar ganz viele Fragen, aber ich will deine Zeit respektieren, was dir noch wichtig Ja, wäre. kannst du noch eine Frage stellen? Ja, für das Thema Scham im Organismus und oder so diese Neurophysiologie dahinter, ne? Also so die Relevanz von korrektiven Erfahrungen. Du hast auch mal von so einer liegenden Acht gesprochen, was das meint. Das wäre vielleicht noch so eine Frage, die ganz spannend für die Zuhörerschaft sein könnte. Ja. Naja, das, was wir jetzt gerade schon gesagt haben, ne? Wenn ich mich also so als nicht richtig erlebe, als elementar falsch, und dann aber mich in einer Situation befinde, aus der ich nicht wegkomme, also oder nicht raus kann, weil ich bin ja abhängig. Was mache ich denn dann? Was macht denn mein System dann? Ja, das muss sich trennen. Genau. Also man fängt an, also das System fängt mit gewissen Strategien an, die Situation irgendwie erträglich zu machen. Und dann werden Sachen weggepackt, weggespalten und vor allen Dingen hat man auch nicht mehr den Zugang zum Körper, könnte man sagen. Und man wird wahrscheinlich zunehmend schneller aktiviert, energetisch, emotional und so weiter, fährt Sympathikoton hoch. Kriegt mehr Stress und dann geht man eben auch schneller in diesen Shutdown-Zustand, in diesen Freeze-Zustand und der wird immer schneller irgendwann aktiviert. Du siehst das bei den Leuten dann eben sehr stark an der Atmung, an der Intonation hört man es, im Gesicht sieht man es, wo die da vom Nervensystem her unterwegs sind. Mit geringer Mimik und sowas, ne? Genau, Auch, ja. genau. So, und damit regulieren die sich da quasi dann auch in so Situationen dann wie runter. Und letztendlich ist das alles ein Dienst, könnte man sagen, am Überleben, ja? Also auch am Überleben des ganzen Systems. Und wir brauchen also, um da rauszukommen, wie soll ich sagen, so ein verkörpertes Erwachsenenbewusstsein. Ja, weil diese Trigger, die das dann wieder alles ständig auslösen, die dann diese Kaskaden wieder von Schuld, Scham, Selbstverurteilung und so weiter, was das alles wieder anschmeißt, die gehen ja nicht weg, ne? Die werden ja für den Rest meines Lebens irgendwie, wird ja sowas da kommen. Und die Frage ist einfach, wie kann ich also im Hier und Jetzt lebendig damit in Kontakt bleiben, mit mir selbst in Kontakt bleiben? Ohne komplett in diesen Shutdown zu fallen, ja.
Das ist, glaube ich, ist die ganz wesentliche Frage dabei. Ja. 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 Und das kann man auch zum Beispiel in deiner Ausbildung lernen, um den Link sozusagen, also wie Ja, man klar. Ja, das ist auch ein sich Stück Teil finden davon. kann. Genau. Also Ja. man. Sowohl in der Begleitung von außen als auch in der Ja. Selbsterfahrung. Ne? Ja. Also man findet dich am Bodensee, analog oder auch online in der Genau. Ausbildung, auf YouTube. Genau. Es gibt ganz viele Vorträge von dir. Kannst ja verlinken. Genau, und deine Website auch. Ja. Ja, spannend. Ich finde es, wie gesagt, beachtlich, was du alles weißt und wie du diese ganzen Aspekte da in deiner Arbeit zusammenbringst. Ja. Vielen lieben Dank, Jörg. Ja, danke dir. Und ich denke, wir werden uns bestimmt nochmal irgendwie so sprechen. Ja, gerne, freut mich. Danke dir. Mach's Ja, gut. du auch. Ciao.